Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück zu einem neuen Format. Hierbei dreht es sich hauptsächlich um das Thema Autokonfigurieren. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich bin heute auf die Idee gekommen, da ich heute einen 8er BMW gesehen habe. Und da habe ich gedacht, ey, was kann der, was kostet der, was muss man sich denn dazu kaufen oder auch nicht? Und da habe ich gedacht, komm, wir werden uns gleich mal einen 8er konfigurieren und auch vielleicht am Ende der Folge kaufen. Also, pass mal auf, also ich bin kein Fan von Convertibles oder von Cabrios, taugt irgendwie gar nicht auf dem Fahren. Ich habe lieber ein geschlossenes Fahrzeug und die Klimaanlage kaltgestellt. Und von dem her fällt die Entscheidung da schon mal ganz leicht. Wir nehmen das Coupé. Können wir das noch irgendwie vergrößern? Lass mal gucken. Irgendwo gibt es auch hier so eine Plus-Taste, oder? Zack, zack, zack. Dass man auch was sieht. Schauen wir mal. Oh. Kommen wir mit den Einstellungen zurecht, liebes Internet. Jedenfalls, ich habe den 8er heute gesehen und vorne ist mir schon da irgendwie aufgefallen, ich glaube Grundpreis 100.000 Euro. Ja, sogar hier, kommt drauf an, was für eine Ausführung man da nimmt. Ich glaube, so ist schön groß, oder? So kann man was sehen. Also, wir haben hier den 8er BMW vor uns und den gibt es einmal als BMW M850i X-Drive Coupé. Sogar als Diesel und den 840. Das ist genau dasselbe, fällt mir gerade auf, was es früher gab. Früher gab es den 8er auch nur als 850 und 840. Das finde ich erschreckt. Das hätte ich jetzt, da habe ich jetzt gar nicht mit gedacht, drüber nachgedacht, ob die das auch so machen. Aber tatsächlich, das haben die so übernommen. Wenn ihr mal guckt, so die alten 8er, 840, 850, das sind die einzigen. Wobei ich denke, es gibt mehr 850er wie 840er. Ja, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Einmal 530 PS und 320 PS. Einmal 3,7 Sekunden von 0 auf 100 und einmal 4,9. Ja, da ist die Entscheidung schnell gefallen. Wir wollen natürlich einen schnellen 8er haben und nehmen den 850er. Und sind somit aktuell bei um die 130.000 Euro. Da kann man hier noch, was kann man hier auswählen? Benzin? Wo geht's da hin? Diesel? Was passiert auf dem Button? Ach, unten hier ist, da geht's hin. Kann ich gerade nicht markieren, aber da sind halt so ein paar Angaben, die irgendwie bestimmt sich nur jeder Tausendste durchliest, der wirklich sich ein Fahrzeug bestellt. Und jetzt gucken wir mal, was der 8er so kann. Brutale Ladezeiten. Es kommt mir vor, als ob ich irgendwie mit einem Internet-Surf mit einem Modem von 1990. Okay, alles klar. Wir haben den hier in Weiß. Und ich muss sagen, Weiß finde ich gar nicht mal so greiselig bei dem Fahrzeug aktuell. Aber gucken wir mal, was es noch so gibt. Dann haben wir hier einmal einen Schwarz, Carbon-Schwarz. Ja, auch nicht schlecht. Dann haben wir hier nochmal ein, wie heißt das Weiß? Ich kann das gar nicht lesen, es ist so weit weg. Mineralweiß Metallic. Okay, eigentlich recht ähnlich wie mit dem oberen Weiß, oder? Jedenfalls hier auf meinem Bildschirm. Ich habe jetzt nicht so den Premium-Bildschirm, er ist zwar nicht der schlechteste, aber viel Unterschied erkenne ich da mal nicht. In Sonic Speed Blue, ja, hat irgendwie auch was. Da sind die Bremssättel auch blau. Wie ist das bei dem Farbton? Sunset Orange. Nee, die bleiben blau. Oh, im Moment muss ich sagen, ist der weiße Farbton noch der, der mir am besten gefällt. Mit dem Barcelona-Blau, das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch, mein Gott, man kann es so schlecht lesen. Dravit, Dravit-Grau-Metallic, ja Wahnsinn. Das finde ich gar nicht mehr übel. Nehmen wir mal das Grau, 2000 Tacken extra. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Da können wir uns den Wagen nochmal anschauen. Im Showroom sozusagen. Okay, so schaut er aktuell noch von innen aus. Ja, etwas dunkel. Das müssen wir natürlich auch ändern. Und das werden wir auch gleich machen, wenn wir mal hier... Gut, Interieur kommt als nächstes. Wir gehen erstmal auf die Räder. Ich glaube, der wird gar nicht so teuer. Was nehmen wir denn da? Also ich bin ein Fan von großen Felgen. Und hier haben wir alles mit 20 Zoll. Das passt eigentlich schon. Das sind, die Dinger haben wir gerade drauf. Die sehen sich ja alle doch sehr, sehr ähnlich. Bis darauf, dass die schwarz sind, oder? Gucken wir mal. Ah, oh, das gefällt mir schon besser. Ist gebonkt. Nächster Abschnitt ins Interieur.
Haben wir schöne 20 Zoll Felgen. Jetzt gucken wir mal an, Leder. Also, alles ist hier sehr, sehr dunkel gehalten. Kein Zweifel, ordentlich und gewissenhaft verarbeitet. Aber ich finde es zu dunkel. Wir gehen da mal ein bisschen ins etwas hellere. Ins Elfenbeinweiß. Oh ja, das gefällt mir gut. Kann ich das mir bei Nacht auch anschauen? Ja, aber nur so. Schau, das schaut mal nicht schlecht aus, oder? Also, das hat auf jeden Fall was. Ja, das passt. Das passt. Ach, man kann sich sogar so schön umgucken hier in der Ruckeloptik und sind aktuell bei erst 132.000 Euro. Ich muss sagen, das geht noch. Da habe ich gedacht, da sind wir viel, viel weiter. Was mir schon mal auffällt, ist dieses mega geile Cockpit. Können wir uns das genauer noch anschauen? Beziehungsweise die Kombi-Instrumententafel. Ne, gerade nicht. Jedenfalls nicht mit meinem Browser. Aber das schaut sehr, sehr cool aus. Leisten. Interieurleisten. Wo haben wir Interieurleisten? Keine Ahnung. Ah, hier, das ist es also. So kleine Feinheiten. Pass mal auf. Gehen wir nochmal dahin. Ich denke mal, da dürften wir es irgendwie gleich besser sehen. Sind es diese Dinger hier, oder? Die Interieurleisten. Wenn ich jetzt da draufklicke, werden die schwarz. Ich sehe da gerade nicht so den Unter. Ach doch, hier, auch hier diese Edelholzausführung hat sich geändert. Okay, alles klar, da wissen wir schon. Aber ich bin gar kein Fan von Holz und Auto. Das sind so zwei Sachen, wo ich sage, die passen überhaupt nicht zusammen. Da fand ich ja fast das erste noch am schönsten, oder? Ja, aktuell finde ich da das erste noch am schönsten. Jetzt gucken wir nochmal das an. Ich hoffe, dass da kann. Doch, da ist auch wieder Edelholz. Da ist auch nochmal Edelholz. Machen wir mal das. Also Holz finde ich geht überhaupt nicht beim Auto. Ich bin absolut kein Fan davon. Aber das Schwarze geht noch. Das Schwarze geht noch. Pianolack. Nehmen wir mal den. Und gucken mal. Pakete und Editionen. Vielleicht können wir da noch irgendwie Geld sparen und ordentlich was an Technik reinpumpen. So muss ich sagen, schaut da gar nicht schlecht aus, oder? Was ich ein bisschen schade finde, der neue Achter schaut halt überhaupt nicht aus wie der alte Achter, aber spielt keine Rolle. Sind ja auch einige Jahrzehnte vergangen. Also, das M-Technik-Paket ist anscheinend schon mit inbegriffen. Dann haben wir noch Individualkomposition für 3250 Tacken. Ich klicke es einfach mal an. Kein Plan, was es mir bringt. Vielleicht kommt da noch ein Hinweis. Egal, komm, wir kaufen das. Und das Innovationspaket. Was da alles drin inbegriffen ist, weiß ich nicht. Aber man muss ja nicht alles wissen. Hier geht es ja hauptsächlich jetzt erstmal ums Geld ausgeben. Das haben wir drin. Sonderausstattung. Dass Punkt 5 und Punkt 6 nicht zusammengelegt ist, hätte ich eigentlich gedacht, weil Pakete und Editionen und Sonderausstattung. Jetzt gucken wir mal, was wir bei Sonderausstattungen noch die Häkchen setzen können, dass wir auch schon ganz bald unsere Bestellung abschicken können. Dass ich dann mal hier irgendwie so ein Unboxing von meinem neuen BMW machen kann. Also da sind schon viele Häkchen gesetzt und teilweise sind die auch schon mit in den Paketen mit inbegriffen. Aber wir brauchen natürlich hier aktive Geschwindigkeitsregulierung. Zack, mit irgendwas. Ich weiß nicht mit was. Interessiert mich nicht. Geht nicht. Kann ich nicht bestellen. Nochmal. Geht nicht. Kann ich nicht bestellen. Mache ich dann persönlich mit dem Berater nochmal aus. Aber Night Vision. Night Vision, ein Muss. Wir wollen ja auch im Dunkeln was sehen. Und hoffentlich kommt da nicht die Fehlermeldung. Hammer. Hammer gekauft ist drin. Adaptives M-Fahrwerk Professional. Jawohl, wir wollen sportlich unterwegs sein. Rein damit mit dem Fahrwerk. Dann Getriebe, da haben wir das M-Getriebe schon drin. Sehr, sehr gut. Oh, jetzt haben wir da. Da haben wir schon viele Häkchen. Raucherpaket, ich rauche nicht, aber ich kaufe es trotzdem rein. Die 50 Euro drauf geschissen. Klimafrontscheibe. Ja, warum nicht? Nehmen wir so eine Klimafront, nicht Klimafront, sondern Klimakomfortfrontscheibe. So heißt. Ja, nehmen wir auch mal, weiß auch immer das sein soll. Wir brauchen diese Scheibe. Ja, Garagenöffner brauchen wir auch. Gibt es zwar bei Amazon für 32,48 €. Ich habe jetzt einen bestellt, aber hier kostet 260. Nehmer. Soft Close, das braucht man wirklich, dass es schön, wenn die Tür angenehm zugeht. Wärmekomfortpaket vorne. Ja, braucht man, ist auch schon angeklickt. Passt wunderbar. Jetzt gucken wir mal. Modellschriftzug entfällt. 0 Euro. Entfällt auch anscheinend. Nö, 0 Euro, dann klicke ich es gar nicht erst an. Hochglanzlinie, das passt auch. Was ist hier? Dachhimmel Anthrazit. Kann ich das noch anklicken? Nö, kann ich gar nicht anklicken, aber es ist eh bei 0 Euro, das ist ja lame. Einstiegsleisten mit Individual. Braucht man das, braucht man das nicht? Kann man gar nicht anklicken, das ist so ausgegraut. Aber was wir machen können, ist wahrscheinlich
M, nee, M geht dann auch nicht. Das ist alles nicht mit dabei, jedenfalls nicht wählbar aktuell mit der Konfiguration, die wir da haben. Das ist ja schade. Können wir die aktive Sitzbelüftung nehmen? Auch nicht, das ist ja auch übel. Vielleicht ist die schon irgendwie, keine Ahnung, nicht verfügbar mit dem Set, was wir uns ausgesucht haben. Was? Und es geht auch kein DAP-Radio? Also entweder haben wir das schon drin oder ist es irgendwie buggy hier. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Ich will doch das Auto hier möglichst hochtreiben. Nö, das geht hier alles nicht. Wer weiß, warum es nicht geht, aber jetzt geht's auf einmal, der DAP-Tuner. Okay, alles klar. Muss man nochmal... Ah, dann können wir aber hier auch nochmal anklicken, oder? Konfigurationsassistent. Okay, ich lese mir das gar nicht durch. Ich will einfach nur den Preis nach oben treiben. Und ich denke mal, so ein paar Chrome-Lines, die sind nicht schlecht. Jetzt geht's wieder. Was halten wir denn noch, was wir gerade nicht auswählen konnten? Hier, der Schriftzug. Der muss natürlich auch noch her. Individual hochgeladen, Shadowline mit erweiterten Umfängen. Wahnsinn! Ist gar nicht der Schriftzug. Aber wir haben es jetzt auch mal gekauft. Das kann ich nicht auswählen, weil es schon mit drin ist. So, jetzt lass mal gucken. Habe ich jetzt mein DAB-Radio? Ja, das habe ich, aber da brauchen wir hier noch ein bisschen Soundsystem. Und falls wir im Stau stehen, wollen wir noch ein bisschen Fernsehen. WLAN-Hotspot, den brauche ich eigentlich nicht, aber den habe ich da schon drin. Und dann haben wir hier nochmal, was ist denn das hier? Diamond Surround Sound. Ja komm, wir pimpen unsere Anlage weiter auf, dass wir hier richtig schöne Mucke haben. Nur eine Notbereifung hier, das brauchen wir nicht, den Quatsch. Oder wohl, doch, das haben wir sogar schon drin, oder? Kann man das gar nicht wählen? Doch, das kann man schon wählen. Das brauchen wir auf jeden Fall, falls wir mal einen Platten haben. Und Rundschraubensicherung. Okay, die haben wir eh schon, das passt. Kostet auch nichts Aufpreis. Was haben wir noch? Ah, Teleservice. Die sind anscheinend schon mit inbegriffen. Habe ich beim aktuellen Auto auch. Muss man aber, glaube ich, zahlen jährlich. Also es läuft jetzt bald aus. Carbondach. Brauche ich nicht, will ich aber haben. Ebenso wie hier die Spiegel. Was? Das kostet ja richtig viel Geld. Warndreieck. Jetzt lass uns doch mal durchgucken. Jetzt sind wir schon bei einem Preis von 156.000 Euro. Wie geil. Gehen wir mal so hoch. Ich habe dann Mausrädchen. So ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich habe gerade einen extra Monitor angeschlossen, dass ich das alles mit einem Monitor aufnehmen und mit dem anderen Monitor konfigurieren kann. So, gucken wir mal. Was? Warum haben wir denn keine hier? Das habe ich doch auch mit angeklickt, oder? Ach so, das ging nicht. Da war schon der erste Fehler. Okay. Das ist ja schlecht. Warum ist denn da der erste Fehler? Integriert M. Das haben wir alles schon hier drin. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben fast überall ein Häkchen, ja. Kann man das noch machen? Ja, bringt nichts, aber hammer's halt mal. Einstiegsleisten. Da sind die Chromlinger. Hier, da, das muss man noch hinhauen. Passt, komm, hammer das. Und dann wird es auch langsam Zeit, dass wir mal zur Kasse gehen, weil ich will das Video nicht unnötig in die Länge treiben. Das ist ja auch nicht ganz gemeint, das ist eher so ein bisschen ironisch gemeint. Warum ist denn jetzt mein Soundsystem wieder weg? Weil ich dieses Diamond genommen habe, oder? Wenn ich das dann nehme, jawohl, okay, alles klar. Wir haben also das Bessere genommen sogar. Hammer, 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 alles. Alarmanlage, die ist da auch mit drin. Lichthammer. Ja, da sind wir schon mal gar nicht schlecht. Ja, da kommen wir schon zum ganz interessanten Punkt. Zum Leasing und Finanzierung. Und da gucken wir mal, was uns da jetzt hier Schönes angeboten wird. Also optisch muss ich sagen, schaut er gut aus. Wir müssten den vielleicht nochmal ein bisschen tiefer legen, aber das machen wir dann andermal. Gucken wir uns den nochmal bei Nacht an. Da finde ich, schaut er nämlich noch besser aus. Da schaut er richtig böse aus. Und was ganz Neues echt bei BMW, die neue Designsprache, diese mega breiten Grills. Der 7er hat so einen breiten Grill oder Niere und auch der X7, also das ist schon mal ganz ordentlich. Gucken wir nochmal einen Blick rein, wie er von innen ausschaut. Unser M850i X-Drive Coupé. Ja, der Wagen, so kann ich schon mit rumfahren. Können wir auch mal einen Blick nach hinten werfen. Ist irgendwie ganz schön hakelig zu bedienen. Oh, das hat aber schon was, oder? Also mit den Gurten da. Alcantara hier. Schön, schön. Hat man da auch genug Platz? Ich hoffe nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, alles klar. Dann sind wir bei einem Gesamtpreis von 155.640
Euro. Gehen wir mal auf die Zusammenfassung. Eventuell kriege ich noch irgendwie einen 10 Euro Rabattcode. Schauen wir mal. Also, wir haben, der Listenpreis ist 125.700. Wir sind da ein bisschen drüber gekommen, sind jetzt bei 155.000. So haben wir doch nochmal gut was an Kohle reingepackt. Wir haben 530 PS, 4,3 Liter Hubraum und anscheinend der Verbrauch der Wagen nur 9,7 Liter. Kann man wahrscheinlich wirklich schaffen, wenn man sehr, sehr vorausschauend fährt und vielleicht das Tempo von Tempo 80 nicht überschreitet auf der Autobahn. Dann denke ich mal, ist das wirklich machbar. Was haben wir hier? Unser Grau-Metallic, unsere 20 Zoll Felgen, unsere individuelle Lederausstattung, unser M-Paket und. Also wir haben da ganz schön hier Plus auf die Liste gemacht. Und dann gehen wir jetzt gleich mal zum Bestellen, oder? Wo bestelle ich? Wo ist der Bestellbutton? Zusammenfassung. Dann kaufe ich mal den Wagen. 155.640 Euro. Zusammenfassung herunterladen. Nein, Konfigurierung speichern. Speichern wir die mal. Ich glaube, wo ist denn Ding hier? Ah ja, okay, alles klar. Dann logge ich mich da jetzt gleich mal ein und kaufe den Wagen. Und dann weiß ich nicht, wenn ich den dann bestellt habe, zeige ich euch, wenn er bei mir in der Garage steht, nicht. Und dann gucken wir auf jeden Fall mal weiter. In diesem Sinne, ganz nettes Video, glaube ich mal. Darf man nicht so eng sehen. Hat Spaß gemacht. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Vielleicht machen wir gleich nochmal einen anderen Wagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinklicken. Ciao und bis zum nächsten Mal.